So. Okay, da ist auch noch was. Ich glaube, ich kaufe jetzt keine Leute hier mehr. Ich spare jetzt auf diese Extras. Ich glaube, das wäre ein bisschen besser. So auf Dauer. Hier sind zwei Sachen. Der kann, glaube ich, nichts auf... Nee. Dachte schon. So. Ein N. Wie? N. Oh, jetzt ist das andere wieder weg, das G. War das das erste? Oh, stimmt, man muss ja Y drücken. Oh, schön. So. Okay, das haben. Ah, obwohl, ich glaube, das müssen wir jetzt nochmal machen. Ach nee, doch nicht. Ah ja, wir haben ein bisschen Geld gekriegt, das ist schön. Haben wir eine Waffe gehabt? Nee. Was ist das denn? Ein E wie Emil, der Klassiker. Der Klassiker unter den Klassikern. Ah, ich glaube, das war hier, das musste ausgegraben werden, ne? Steht da denn jetzt noch jemand? Oh, wie schön, wenn man weiß, wie man sein Lieblingsbeschenkt. Naja, sagt deine Katze ja gleich, was sie mag und nicht. Mir ist die Katze immer um die Beine geschmeichelt, also umgekuschelt. Oh, das ist süß. Oh, Chessy hat gestern Nacht bei mir pennen wollen. Aber wieso ist das nur N, G und E? Wieso nicht nur E, I und N? Schade. Das Nötigste. Da ist noch ein... Hä? Okay. Ah, ich glaube, ich habe einfach nur so eingesammelt. Da war noch gar nichts freigeschaltet. Aber jetzt haben wir alles direkt. Auch schön. So, da. Ja, gestern Nacht wollte Chessy unbedingt bei mir pennen und dann habe ich ihn halt auch gelassen. Und, boah, der hat die ganze Zeit bei mir am Kopfende geschlafen und die ganze Zeit geschnurrt. So richtig laut. Und ich habe eigentlich immer so eine Schlaf-App, wo ich dann so meinen Schlaf so ein bisschen verfolge bei. Was aber auch nicht viel hilft, aber ich finde das trotzdem interessant, da so ein bisschen mal darüber zu gucken. Besonders halt so durchschnittlichen Werte zu haben und so. Und jedenfalls hatte ich dann schon total Angst gehabt, dass man die ganzen Chessy schnurren hört. Ich habe mir fast gar nicht die Aufzeichnungen angehört. Muss das auch noch ausmachen. Ich glaube, das verbraucht viel zu viel Speicher, als es eigentlich sollte. Ach. Hier ist gar nichts so auf der Insel los. Das ist ja komisch. Hallo? So. Hier ist doch was zum Buddeln. Hä, wieso ist denn jetzt hier was? Okay. Ein Ei.
Hier ist noch was zum Graben oder so. Hä? Okay. Oben? Das war echt weit weg. Guck mal, ist auch noch voll viel. Aber das könnte schon zum nächsten Mal halt. Na, ja, das ist noch ein Ei. Okay. Okay, das zählt. Dann brauche ich nur noch ein blaues jetzt. Wie ich denn jetzt ein blaues Ei her? Das finde ich total komisch, ne? Weil wenn ich jetzt hier drauf... Tatsache, dann steht da 2 von 3. Ich glaube, das müsste hier irgendwo unten noch sein. Da oben. Als ob das nicht kaputt geht, wenn ich das jetzt kaputt schieße. So. Ja, das finde ich dann ein bisschen schwierig dann. Weil er damit nicht angezeigt wird. Ey, da ist noch ein goldener Stein. Dann achte ich da eigentlich auch nicht mehr drauf, wenn auf der Karte nichts mehr verzeichnet ist. Eigentlich. Auch wenn schon über 50%. Cool. So. Schauen wir mal hier vorne. So, nächste Karte. Ja, ist auch ein bisschen los. Okay, da weiß ich immer noch nicht, dass das kaputt geht. Ich darf das aber kann das leider noch nicht kaputt machen, mein Freund. Außer hier ist irgendwo so ein Vieh, was ich retten muss. Sogar sein kann, weil da vorne ist so eine Dingstelle. Oh! Kommt noch eine Menge raus. Ist ein neues Auto für uns, oder was? Ist ja auch keine neuen Autos oder so generell Fahrzeuge bekommen. Ah, jetzt geht's. Naja, sieht nach was anderem aus. Oh, was war das denn? Schöne Szenerie von Lego. Ja, es ist echt schön gemacht. Muss man schon sagen. Nee, ich habe ja schon gesagt, ich mag das Spiel total gerne. Finde das echt schön. So. Also bei mir ist es auf jeden Fall weit oben, das Spiel. So, das komme ich, glaube ich, kann ich, glaube ich, nicht aufmachen. Ah, da ist der rote Stein. Wie kriege ich den denn da raus? Kann ich den irgendwie rein? Ach! Ich will bestimmt so eine kleine Figur rein, aber ich habe leider niemanden.
Höchstens den da. Ja, und der ist trotzdem auch noch zu groß. Ja, ist schade. Ja, da müssten wir eigentlich auch hier soweit fertig sein. Ach nee, es sind ja noch mehr Sachen. Okay. Oh, das ging jetzt aber schnell. Diese Geräusche, die da waren. Sehr, sehr schön. Da. Dachte schon, hä, wie komme ich jetzt darüber? Das war schon wieder knapp. So. Oh, noch ein roter Stein. Ein Ei. Dass so viele Eier sind. Ach ja, das war ja auch beim dritten Teil das mit dem Ei, ne? Dass eine Ei dort weg war. Vielleicht hat das damit zu tun. So. Hoffentlich kriege ich hier mal alle zusammen. Ich freue mich schon auf den Stat-Magneten. Ich glaube, das würde auch einiges helfen. Hallo? Den Velociraptor, wechsel doch mal. Ach komm, da ist ein Stegosaurus nochmal. Ne, nicht Stegosaurus, ich weiß nicht, wie das heißt. Hab ich vergessen. So. Da hinten habe ich noch einen Dino gesehen. Mal auf. Eine Banane. Eine Banane. Pulli im Schlaf zugesabbert. Passiert manchmal. Nicht immer, aber manchmal. So. Manchmal merkt man das so im Schlaf, aber das ist einem dann eigentlich so weit egal. Bis man dann aufwacht und denkt sich, ach scheiße. Noch ein Ei. Nein. Au. Oh, ich konnte hier die ganze Zeit doch gar nicht rüber eigentlich. Sehe ich gerade jetzt erst. Aber trotzdem irgendwie rübergegangen. Schon irgendwie gereicht. So. Das waren alle. Hey. Wir haben noch einen roten Stein gekriegt. Schön. Wir brauchen nur noch einen Pilz. Das wird er bestimmt da stecken. Nee, doch nicht. Wäre jetzt lustig gewesen. Eins von vier. Zwei von vier. Drei von vier. Nur ist 4 von 4. Da oben.
Also ist aber nicht vom Schlafen. Ja. Gleich viel besser. Okay, jetzt muss ich nur rausfinden. 4 von 4. Yay! Genau, jetzt möchte ich mich auf die Seite legen und stört mich. Tja, da machst du nix. Boah, ich sitze ja auch wieder heute so unbequem, ne? Ach nee, nicht wieder fliegen. So. So, mein Freund, Yasser. Ach, ich brauche ja noch den Pilz. Oh nein. Ich habe gesehen, der hat auch ein Seil. Der hat ein Seil. So, ist da der Pilz vielleicht? Ja, da ist der Pilz. Oh, schön. Ich brauche noch einen roten, goldenen Stein eigentlich. Hier muss irgendwo noch einer sein. Ach, das war der goldene Stein. Okay. Warte mal, probiere ich mal was aus. Kann der diese Dinger kaputt machen? Nee, der kann die nicht kaputt machen. Komisch. Irgendjemand muss die doch kaputt machen können. So, da vorne ist noch ein Rennen. Toll. Da ist noch die letzte Stelle. Weil dann kann ich mich direkt hierhin teleportieren. Da ist auch nichts mehr Nennenswertes. Ein T-Rex vielleicht? Schön, das könnte sein. Da müssen wir mal gucken. Und T-Rex habe ich leider noch nicht, den ich benutzen kann. Muss ich noch gucken. Wo das Spiel kurz vorm Abstürzen ist, ne? Immer das Blüpp. Ja, sehr, sehr schön. So. Jemand zum Kauf? Ach nee, warte. Der hat ein Ding. Ah. Schön, schön. Moment, aber hier ist doch so eine... Tür. Komisch. Egal, gehen wir zur Jurassic World Insel. Ja. Na, gucken wir mal, ob wir da was bekommen. Hä? Was ist denn hier jetzt los? Was ist das? Bonus-Verfolgungsjäger sind nun auf der Insel freigeschaltet. Okay. Das wusste ich ja noch gar nicht, Kappa. Oh, ich muss da was machen. Schau, ich das wieder vergesse. Das heutige Mario Kart Video muss ich noch auf Discord posten.
wenn ich es finden sollte. Da. So, direkt auf die nächste Insel. Genau. Hier müssen wir hin. Dann fahr mal, mein Freund. Oh. Morgen müsst ihr übrigens ein Animal Crossing wieder anfangen, nur dass ihr es wisst. Ab morgen auf YouTube. Dann immer montags bis freitags, außer Samstag und Sonntags kommt nichts, dann auch noch da. Also kein Online oder sowas. Dann kommt das da auch nochmal. So, dann werden wir wieder auf Jurassic World und jetzt wissen wir, Gott sei Dank, wie das funktioniert hier alles. Also erstmal gehe ich da vorne in das Gebäude rein, würde ich sagen. Was war da vorne nochmal das Problem, den ich zu retten? Was war hier? Ah, da ist er auch stehen geblieben. Ich versuche es jetzt mal. Kann sein, dass das jetzt wieder, dass es jetzt direkt funktioniert. Aha, ich vergesse wohl immer aus, wegzudrücken. Schön. Schön, schön, schön. Da war wieder schon fast, dass das Spiel stehen geblieben ist. Das Spiel ist aber echt anstrengend dieses Mal. Also im Verhältnis zu den anderen. Der Dino dann Front und Helfer. Oh ja. Okay, wollen wir mal schauen, was uns die roten Steine jetzt bereithalten. Goldene Steine-Detektor. Bernstein-Detektor. Schnell. Okay. Ich glaube, dieses Geisterstat ansammeln würde mir auch total helfen. Na, ja, wir müssen dafür sparen. Ja, und ich wollte noch gucken, weil hier ist ja irgendwo dieses, ich glaube, das ist hier, ne? Genau, hier ist das Genlabor und da will ich mir mal sehr, sehr gerne was angucken. Ach. Okay. Das ist irgendwie interessant. Okay, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, wir können die Farbe ändern! Ja! ist ja ein lila oder? Warte mal. Ja, das sieht voll gut aus. Und man kann selbst die Muster. Sehr cool. Was ist das? Ich hab gedacht, man kann. Okay. Oh, hi, Chowa Power. Spielst du Gods oder Art? Also jetzt speziell für das Spiel eine Konsole kaufen, muss man überlegen. Also wenn du Lego-Spiele generell magst, mir gefällt es.
Also ich glaube, für das Spiel muss man halt wirklich Jurassic Park-Fan sein und man muss halt generell die Lego-Spiele mögen. Aber ich mag das Spiel total gerne. Ich finde, das ist halt, also ich spiele es jetzt auf der Wii U gerade, aber das ist ja identisch. Außer dass es vielleicht auf der Switch vielleicht ein bisschen besser läuft. Also wenn du Lego-Spiele magst, auf jeden Fall. Würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall mal gespielt haben. Und wenn man halt Jurassic Park mag. Weil wenn man ein Franchise nicht mag unbedingt und ein Lego-Spiel sich dann dazu holt, also ich weiß nicht. Ich werde zum Beispiel auch nicht einen Jago oder sowas spielen. Das ist so gar nicht mein Fall. Ist auch ein roter Stein. Aber wir müssen wirklich Geld sammeln gerade. Hätte ich mal nicht die ganzen Figuren gekauft, ne? Ach, das ist ein Level, okay. Ich dachte, das wäre wieder so ein Dings. Okay, das können wir leider nicht machen. So, dann will ich mal schauen. Da vorne. Jetzt können wir das ja erstmal. Jetzt können wir das überhaupt mal strukturierter machen. Warte. Da. Okay. Dino auch in Gefahr. In Gefahr. Muss man helfen. So. Ich mag das Franchise sehr. Ich will das halt so mitten im Zug spielen. Also ich finde das Spiel halt echt cool. Es geht mit der Switchlight sehr gut. Ja, das definitiv. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Nee, also wie gesagt, wenn du das Franchise sehr magst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Mein Lieblings-Lego-Spiel ist bis jetzt immer Lego Harry Potter gewesen, was auch am Franchise, glaube ich, liegt mitunter. Und ich muss sagen jetzt, also ich habe ein Drittel aller Lego-Spiele vielleicht so gespielt, die es gibt. Und ich finde, das hier ist gerade so ein sehr großer Anfechter für mein Lieblings-Lego-Spiel. Ein sehr, sehr großer Anfechter. Hier macht auch irgendwie dieses 100% Sammeln total Spaß. Ich glaube, dafür ist das dann auch nochmal cool. Weil du sitzt ja dann auch ein bisschen länger dran, als nur die Level zu machen. Wir machen ja hier gerade die 100%. Finde ich noch nicht alles so genau schick, aber... Naja. Über die 50% haben wir ja schon. So. Ein goldener Stein, der andere... Was ist das hier denn eigentlich? Oh nee, nicht wieder so eine giftige Tafel. Ja, da muss ich halt noch gucken, wie man die freischaltet. So. Ach. Oh nein! Wo kommen die denn jetzt alle her? So schlimm. So, und jetzt kommen wir wieder runter. Free Roam? Was? So. Hier könnten wir noch ein Rennen machen. Ach, guck mal. Hä, den haben wir doch schon gerettet. Ich weiß... Ach nee, storybasiert haben wir, glaube ich, einen anderen hier schon gerettet. Aber den kann ich da schon spielen, oder ist das... Ah, vielleicht ist das auch irrelevant. Das kann auch sein. Oh, schön, da steht schon mal nicht was... Also muss ich erstmal nicht in dem Haufen wühlen. Mathematiker brauche ich. Ich wechsle hier meine Figur. Das macht nämlich noch wahnsinnig. So. Ach. Drück jedes Mal. In jedem Spiel drückst du. Nur hier drückst du Y. So, danke für das. Croissant. Bitteschön. Bei meinem Croissant würde ich eigentlich denken, dass das Tier es nicht so verträgt.
Ah, naja. Ah, das ist noch eine Kamera. Oh, da kriege ich höchstwahrscheinlich nur einen goldenen Stein. Ach stimmt, hier ist ja dieser Streichelzoll im Film. Oh, ich muss die Filme, die wirklich die Tage mal wieder gucken. Ich wollte die eigentlich gucken. Gestern habe ich erst überlegt, ob ich einen gucken soll, aber irgendwie hat sich das dann doch nicht ergeben. Naja. Vielleicht heute. Ich habe ja schon gesagt, eigentlich würde ich die gerne am Stück sehen. Also die Tage werde ich definitiv... Die Tage werde ich definitiv noch die Quatsch-Filme gucken. Nochmal. Wegen dem vierten Teil, den ich jetzt habe. Das wird auf jeden Fall sehr weit oben sein. Und da kann ich ja mal gucken, ob ich dann hier nochmal den Film gucke. Freies Spiel sieht ziemlich... Ah, freies Spiel meinst du? Die ganze zwei Insel von dem Film. Ja, du kannst hier komplett auf den Inseln halt rumlaufen. Ich muss sagen, die Insel ist groß und halt die aus dem ersten Teil. Also die ist ja eigentlich auch hier. Also die sind halt als zwei verschiedene Abteile unterteilt. Und hier wird das halt auch nochmal. Ne? Also das ist schon, also ich muss sagen, von den beiden, die Dinger sind groß, von den anderen geht, aber da machst du halt auch schon ein bisschen. Aber das ist ja halt auch nur zu 100% Jagd. Dazwischen dann noch die Level musst du ja auch noch machen und so. Mischt sich halt sehr, sehr gut. Ah, krieg ich jetzt wieder ein Würstchen? Nee. Ach, jetzt hat der einen Apfel. So eine Möhre fehlt noch. Ja, und ich finde es auch nicht zu zugekleistert. Also ich habe, letztens haben wir auch, wie hieß das hier, Lego City Undercover gespielt und das hat mir gar nicht so gefallen mit den 100% Sammeln. Also hier sind sehr viele Elemente drin, die man halt aus Lego City Undercover so wiedererkennt. Wie die Fotos schießen oder sowas. Und da fand ich das halt sehr zugekleistert, wie gesagt. Weil man auch so viele Möglichkeiten hat, wie man irgendwie zu verschiedenen Orten kommt und so, also auf Dächern drauf oder sowas. Das hat man hier halt weniger. Das wirkt dann halt auch ein bisschen runder, finde ich. Könnte ich den Ball irgendwie mitnehmen? Das wäre sehr schön. Super. Ich mag zwar immer noch so ein bisschen die älteren Spiele, wo man nur so eine kleine Oberwelt hat. Aber wenn die ganz gut gemacht ist, so wie hier, dann finde ich das halt auch schön. So Lego Harry Potter finde ich halt immer noch super, weil die Oberwelt ist halt echt schön. Die ist schön, wie soll ich sagen? Kompakt, das Wort habe ich gesucht. Nein! Jetzt geht er rein! So, noch einmal. Bei Lego Batman 2 fand ich die Zeuge richtig anstrengend. Also da fand ich die bis jetzt am allerschlimmsten. Ja, mit Lego City Undercover. Aber Lego City Undercover war hauptsächlich die Fülle halt das Problem, wie ich fand. So. Wo ist das Märchen? Boah, es ruckelt gerade wieder so. Naja. Hier bin ich auch auf die Switch-Version selber gespannt. Die werde ich mir auch definitiv irgendwann noch holen. Ach, das kann man bestimmt reparieren. Sonst macht das immer noch so ein paar Funken oder so. Ja. Mir ist jetzt aufgefallen wegen der Farbe. So. Dann gieß mal und dann kommt bestimmt... Ah, oder so. Doch, der gießt jetzt den Boden und dann wächst da eine Möhre. Naja. Hier, mein Guter. Vielen Dank für deine Hilfe. Bitte. Wir mal, dass sie jetzt nicht wieder meinen Hut fressen wollen. Den Hut fressen. Okay. Und die Rennen machen ja auch ganz viel Spaß. Zum Großteil. Im Gegensatz zu manchen anderen Teilen. Oh, ich glaube, ich fand die am schlimmsten bei Force Awakens. Da waren die. Oh. Obwohl Lego City Undercover sind ja auch nicht immer super. Aber da ist ja weniger Rinder, da ist ja mehr Verfolgungsjagden. Hallo? Ah.
Ah, und was mir hier total gefällt, sind die ganzen Anspielungen aus Steven Spielberg-Filmen. Finde ich auch super. Bin ich gespannt, ob da noch mehr kommen. Ich glaube schon. Okay. Ah, ein roter Stein. Sehr, sehr schön. Oder warte mal. Lassen wir dich einmal so. Guck ich erstmal, was es hier so gibt. Oh nein, nicht wieder. Da sehe ich eins, da sehe ich eins. Zwei. Machen die überhaupt irgendwas? Achso, der ist am Essen. So, Picknick ist weg. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Los, Kusch. Kann ich die weglocken? Ich habe den 2015 Film dieses Jahr zum ersten Mal gesehen und dann hatte ich das Spiel am iPad und iPhone gespielt, aber das ist leider nicht die Vollversion. Ah, okay. Ja, von der Mobile-Version kann ich halt echt wenig sagen. 2015er ist... Das müsste Jurassic World gewesen sein, ne? Hä? Nee, das bringt nichts. Ja, ich bin ja sehr gespannt jetzt auf den letzten Film. Mir haben die anderen alle eigentlich recht gut gefallen. Auch wenn die Kinder mir sehr oft auf den Nerven gingen. Was aber in den neuesten Teil eigentlich ging. Ich fand. So. Muss hier irgendwo noch ein Foto sein. Wo hier eigentlich? Okay. Soll ich das noch irgendwie erscheinen lassen oder so? Ich meine, obwohl die neueren Mobile-Versionen müssten ja eigentlich auch recht weit identisch sein mit den Spielen. Naja, das funktioniert so nicht. Weil wenn ich so vergleiche, damals bei den, wenn man zum Beispiel das Spiel auf einer Konsole gekauft hat und dann nochmal auf dem DS oder sowas, dann war das ja auch immer ein komplett anderes Spiel. Eigentlich auch eine interessante Erfahrung jedes Mal, aber trotzdem schade, weil man hatte dann halt zwei verschiedene Sachen. Also man konnte nie sagen, ja, ich habe das Spiel gespielt, das fand ich nicht so gut, weil es ja gar nicht das, weil es ja nicht, willst du mich jetzt verarschen? Hallo? So. Weil die ja nicht identisch waren. So ein bisschen wie bei den Harry Potter Spielen. Die waren ja auch in jeder Version anders. Alleine Harry Potter 1 und 2. Egal ob du am PC, Konsole oder so gespielt hast, das war ja noch nicht mal grafische Unterschiede, das waren teils echt starke Gameplay-Unterschiede. Heftig. Von Harry Potter 2 habe ich, glaube ich, nur die Game Boy Color, Game Boy Advance, PC, PS2 und PS1 Version. Also habe ich mal angespielt, aber meistens habe ich jetzt auch nicht durchgespielt. Hallo, muss ziehen, mein Freund. Danke. Jetzt muss ich da irgendwie hoch. Schön, dann haben wir wieder einen goldenen Stein, roten Stein. So, komm her. Sehr, sehr schön. So, und da vorne waren noch ein paar Sachen. Das mit dem Foto verstehe ich jetzt auch nicht so genau. Hm. Naja, werden wir schon irgendwo sehen. Oh, da. Warte mal, hä? Ah, muss ich außen rum. Ah, das könnte auf. Oder nee, das müsste ja mit denen was zu tun haben, ne? Ich bin so im Look, auf einmal höre ich nichts mehr. Denke mir so, hä, nein, nee, ich bin nicht off. Ah, okay.
einfach zugeklappt? Das habe ich auch noch nie hingekriegt. Wenn ich die zuklappe, dann funktioniert danach meist gar nichts mehr. Ja, passiert halt manchmal, ne? Naja, aber schön, dass du wieder da bist. Zurück aus dem Lurk. Ah, gehen wir mal ein andermal nochmal hier hin. Das Gebiet geht eigentlich so von der Größe, ne? Hier oben eigentlich? Ja, es ist jetzt nicht so groß wie das erste, obwohl doch, fast. Obwohl das erste war ja so verschlungen gleichzeitig noch. Ha. Huh.